Ich glaube, wenn wir zu nachhaltig in die Zukunft schreiten wollen, dann müssen wir wirklich vielschichtig denken und alle Maßstabsebenen einbeziehen. Also die städtebauliche Ebene, die Gebäudeebene. Wir müssen Materialien, glaube ich, auch gut kennen, ihre Eigenschaften kennen und dann eben in spannende Synergien setzen, dass jedes Material wirklich in seiner Eigenschaft so agieren kann, wie es soll. Gängige Muster zu überdenken, es bietet, glaube ich, super viel Chancen. Dass es keine elitären Architekturen sind, die nachhaltig sind oder dass sich das nur wenige leisten können, sondern dass es wirklich für alle erschwinglich ist sozusagen. Wir können im Prinzip sehr frei denken und der Kontext der klimatischen Veränderung bietet wirklich Chancen, auch architektonische Chancen, um einen neuen Ausdruck unserer Zeit eigentlich zu finden.